Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Als ich die Werbung für dieses Buch gelesen habe, dachte ich mir eigentlich, passt das wie die Faust aufs Auge. Zum einen handelt es sich um einen Thriller, ich hatte einfach mal wieder Lust, einen Thriller zu lesen, und zum anderen versprach die Werbung, dass es um diesen Thriller bzw. in den Thriller sehr viel um mathematische Themen geht, bzw. das Mathematische doch eine relativ große Rolle einnimmt. Darauf hatte ich einfach Lust und deswegen dachte ich, ich möchte gerne diesen Thriller lesen. An dieser Stelle möchte ich mich auch gleich noch bei dem Heine Verlag für das Rezensionsexemplar bedanken. Aus diesem Grund werde ich euch jetzt auch hier Rezensionsexemplar einblenden, nur falls ihr euch wundern solltet. Um welches Werk es sich jetzt handelt, das seht ihr jetzt. Wie ihr bereits gesehen habt, möchte ich euch heute den Thriller Nullsummspiel von S.L. Huang aus dem Heine Verlag vorstellen. Ja, wie ich bereits gesagt habe, handelt es sich hier um einen Debütroman, und ich finde immer, dass Debütromane auch immer noch etwas Besonderes haben, in der Hoffnung natürlich, dass man dadurch eine Autorin oder einen Autor kennenlernt, den man weiter verfolgen möchte, beziehungsweise der für einen wirklich interessant ist. Aber um was geht es jetzt hier im Nullsummspiel? Im Nullsummspiel begegnen wir der Ermittlerin bzw. der Beschafferin Cass Russell. Cass Russell ist ja eine ganz besondere Persönlichkeit, bzw. hat sie eine Fähigkeit, die, glaube ich, nicht jeder von uns hat, und zwar ist sie ein kleines Mathe-Genie. Ja, das Mathe-Genie zeigt sich dadurch, dass sie ja Berechnungen oder hochkomplizierte Rechnungen, mathematische Rechnungen ja in ihrem Kopf ausrechnen kann, beziehungsweise vor ihrem inneren Auge sehen kann, beziehungsweise berechnen kann. Des Weiteren hat sie noch eine Fähigkeit, und zwar sich immer in besonders heikle Situationen zu begeben. Und ihre mathematische Fähigkeit sorgen auch immer dafür, dass sie ein Stück weit aus diesen brenzligen, schwierigen Situationen herauskommt. In dem Fall, in dem wir sie begleiten dürfen, kann sie aufgrund der Komplexität oder beziehungsweise der Verstrickungen nicht alleine arbeiten, und sie hatte ja gewisse Partner, ungewollte und gewollte Partner an ihrer Seite, und sie versuchen das große Rätsel einer, ich sage mal, organisierten Einheit aufzudecken, beziehungsweise aufzudecken und dahinter zu kommen, wie was zusammenhängt, und das so viel zum Inhalt. Ja, wie ich bereits sagte, war die Werbung doch schon so angepriesen, dass hier der mathematische Anteil sehr hervorstecht, dass man viele mathematische Themen oder beziehungsweise generell die Mathematik eine sehr große Rolle spielt. Jedenfalls muss ich sagen, dass es mir so rübergekommen ist, als ich mich über dieses Buch informiert habe. Meiner Meinung nach ist es aber so, dass das Mathematische zwar eine gewisse Rolle hier spielt, aber definitiv nicht die Rolle, die ich erwartet habe. Ich hatte bei meinen Erwartungen so die Vorstellung, dass es sich dabei vielleicht um so eine Art Numbers handelt. Das ist ja, soweit ich weiß, eine Serie, eine Filmserie bzw. auch eine Buchserie, wenn ich mich nicht irre. Und da spielt auch die Mathematik eine sehr große Rolle. Aber hier hatte ich eher das Gefühl, dass sie zwar Bestandteil der gesamten Geschichte ist, aber dann doch nicht die Rolle spielt, beziehungsweise sie spielt die Rolle, um bestimmt aus Situationen zu gelangen, dass Cass Russell aus brenzligen Situationen gelangt, beziehungsweise auch, dass so ein bisschen ihr ganzes Gemüt erklärt wird und dass es so ein bisschen auch die Rechtfertigung für ihr Gemüt ist. Was diesen Anteil, also diesen fehlenden mathematischen Anteil so ein bisschen meine Erwartungen sehr enttäuscht hat, weil ich habe, was das angeht, auch wirklich
definitiv mehr erwartet. Was ich mir zum Teil auch etwas sauer aufgestoßen ist, es kommen hier schon Formeln vor, aber Formeln vor. Und ich habe auch nicht erwartet, dass man hier seitenweise über irgendwelche Formeln liest, dass man vielleicht am Ende auch rausgeht und sagt, hey, ich habe jetzt überhaupt nichts verstanden. Das habe ich definitiv nicht erwartet. Aber dass ab und zu mal nur irgend sowas, hingeworfen wird und so versucht wird, irgendwie dadurch den Leser so ein bisschen zufrieden zu stellen, hat mir, was diesen mathematischen Anteil und wie es auch angepriesen wird, einfach nicht gereicht. Ich fand, dafür war es einfach zu wenig, um die Werbung oder ja, die Werbung dadurch aufzubauen, dass es dass Cass Russell ein mathematisches Genie ist, beziehungsweise auch die Mathematik eine relativ große Rolle spielt. Das hat mich schon wirklich ein Stück weit enttäuscht. Bei der Protagonistin Cass Russell ist es so, dass wir sie ständig verfolgen und auch immer aus ihren Augen alles sehen. Das heißt, wir haben keine Sichtweise innerhalb des Thrillers, wir kennen eigentlich nur ihre Sichtweise. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen, beziehungsweise hatte ich eigentlich nicht nur am Anfang, auch im gesamten Roman immer so ein bisschen meine Probleme mit ihr. Was natürlich dann auch das Lesen immer nur aus ihrer Sichtweise ein Stück weit erschwert hat. Mir war Cass Russell einfach zu, ja, unsympathisch. Mir ist klar, dass sie auch nicht gerade sehr sympathisch rüberkommen sollte, weil sie einfach so ein Haut-drauf-Typ ist. Aber mich hat es dann halt eben doch gestört, dass da hier wirklich mit so einem Stereotyp gearbeitet haben. Ich war froh, dass es sich um eine Ermittlerin handelt und nicht um einen Ermittler, weil man hat, finde ich, schon, jedenfalls das, was ich gelesen habe, immer relativ häufiger Ermittler als Ermittlerinnen. Aber dann ist halt dieser Stereotyp, naja, wenn sie schon eine Ermittlerin ist, dann muss es halt eine Haut-drauf-Typin sein, muss eine Typin sein, die erst draufsteht und dann die Fragen stellt. Und genau, und das muss man irgendwie so verpacken, hatte ich das Gefühl, damit man auch irgendwie noch dieses Mathematik-Genie ja irgendwie erklären kann, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde, wenn sie eine sympathische Persönlichkeit, wenn sie wenigstens eine Persönlichkeit gewesen wäre, die sympathisch gewesen wäre, die vielleicht definitiv auch ihre Ecken und Kanten gehabt haben hätte können, aber trotzdem dachte ich mir so, es muss aber nicht genau immer dieses Stereotyp sein, wenn es schon eine Ermittlerin ist und ein Mathematikgenie, dann muss sie halt auch sehr gewaltvoll sein und ein Haut-drauf-Typ sein. So hatte ich jedenfalls das Gefühl. Mich hätte es sehr überrascht, wenn dieser Stereotyp irgendwie nicht da bedient worden wäre und zwar eine andere Lösung gefunden hätte. Das hätte dem Buch definitiv nicht geschadet. Die anderen Protagonisten, welche hier noch auftreten, also die Cass Russell so ein bisschen unterstützen, beziehungsweise auch die Gegenspielerin von Cass Russell, fand ich alle sehr, sehr interessant und fand ich auch sehr, sehr gut gezeichnet von der Autorin. Was mich sehr überrascht hat, war, dass man, obwohl man nur aus der Sichtweise von der Protagonistin liest, trotzdem sich ein eigenes Bild der anderen Protagonisten ja bilden kann und dass man auch seine eigene Meinung über die Protagonisten bilden kann. Da war ich echt sehr überrascht, weil ich hatte immer das Gefühl, dass man dadurch halt immer sehr einseitig bleibt, wenn man immer nur aus der einen Sicht liest. Aber ich finde, das hat die Autorin wirklich gut gelöst. Den Thriller an sich fand ich eigentlich, wenn man jetzt von meinen Erwartungen absieht, von dem mathematischen Anteil, der hier doch eigentlich eine eher untergeordnete Rolle spielt, fand ich ihn sehr durchdacht. Es war ein packender Thriller. Ich fand, dass er keine Längen hatte, dass man wirklich ihn gerne aufgeschlagen hat, dass man der Geschichte an sich sehr gerne gefolgt ist und man auch immer wollte, wie es weitergeht. Was ich irgendwie ein bisschen überlesen habe, war, dass es sich hier
also es steht hier auch relativ groß drauf auf diesem Sticker, dass man dass da ein Science-Fiction-Anteil noch dabei ist. Und zwar habe ich den total überlesen und war daher relativ überrascht, was diesen Science-Fiction-Anteil einfach angeht. Aber nichtsdestotrotz fand ich, dass er doch sehr gut sich in die Geschichte integriert hat und man nicht das Gefühl hatte, dass sie, wie fader Beigeschmack, sondern dass sie schon sich gut, die Science Fiction gut in das realistische Geschehen mit eingefügt hat. Sicherlich kann man jetzt sagen, okay, das war jetzt schon ziemlich krass. Ich möchte das jetzt gar nicht so verraten, weil ich finde, da nimmt man schon relativ viel weg, was diesen Science-Fiction-Anteil betrifft. Aber ich fand, um das abzuschließen, zu sagen, dass es sich wirklich gut in das Realistische eingefügt hat. Was ich noch zu Cass Russell noch sagen möchte, ist, was mir gerade noch einfällt, ist, was mich auch an der Protagonistin so gestört hat, war, dass sie, obwohl sie so ein mathematisches Genie ist, dass sie dann doch sehr unreflektiert ist. Sie braucht sehr, sehr lange, um bestimmte Dinge, also auf menschliche Art und Weise, festzustellen und knabbert da sehr lange dran, beziehungsweise verarbeitet auch sehr lange dran. Klar könnte man sagen, ja, sie ist halt jetzt ein naturwissenschaftliches Ausnahmetalent, sage ich mal, und deswegen fällt ihr das sehr, sehr schwer. Aber auch da, das, so könnte man natürlich argumentieren, aber ich finde halt immer irgendwie, so hat sie halt eben nicht gewirkt wie jemand, der, ich sag mal, sozial nicht ganz so fähig ist. Dafür hat sie einfach zu viel normal agiert, sage ich jetzt mal, und hat sich jetzt auch nicht, meiner Meinung nach, von anderen Menschen isoliert, beziehungsweise war sie schon isoliert, aber auch aufgrund einfach ihres Verhaltens. Also, wie ich einfach nur sagen wollte, mir hat einfach die Reflexion ihrer Persönlichkeit also einfach ein Stück gefehlt, beziehungsweise sie war schon da, aber mir ging das einfach alles viel zu langsam, weil ich fand, dass die anderen Protagonisten einfach viel reflektierter waren und viel irgendwie durchdachter. Ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dass der Autorin ihre Nebenprotagonisten einfach viel wichtiger waren als ein Stück weit ihre Hauptprotagonist. Dadurch, dass es sich ja hier um einen Debütroman handelt, dachte ich mir eigentlich so, bin ich halt eher nicht so erwartungsvoll, was so an sich die Schreibe angeht. Dachte ich mir so im Vornherein des Lesens. Und ich muss sagen, da hat mich die Autorin dann doch schon auch ebenfalls überrascht, weil ich fand eigentlich, ihre Schreibe war durchaus sehr gelungen und es hat auch relativ viel Spaß gemacht, natürlich im Kontext eines Thrillers. Wir haben natürlich hier jetzt auch keine sehr intellektuellen Sätze, sag ich mal, beziehungsweise lädt natürlich auch nicht so wahnsinnig viel zum Nachdenken ein, aber für einen Thriller fand ich ihn wirklich sehr, sehr gelungen. Sicherlich waren manche Sätze auch noch nicht so gelungen, aber für ein Debüt fand ich ihre Schreibe doch recht positiv und war doch sehr sehr positiv überrascht. Wer wie ich erwartet, dass die Mathematik in der Geschichte eine größere Rolle spielt, dem kann ich dieses Werk wirklich nicht empfehlen, weil dann wäre wahrscheinlich die Enttäuschung über dieses Buch bei demjenigen genauso groß wie bei mir. Wer aber einen soliden Thriller lesen möchte, dem kann ich dieses Buch durchaus empfehlen, aber ich muss auch dazu sagen, dass man hier definitiv nichts verpasst, wenn man es nicht gelesen hat. Ich glaube nicht, dass ich die Autorin weiter verfolge, weil dadurch, dass ihr Debütroman mich nicht so wahnsinnig überzeugen konnte, wird sie wahrscheinlich bei mir auch sehr schnell in Vergessenheit geraten. So, das soll es nun von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und habt schöne Lesestunden. Bis dahin, tschüss!